Ich fasse nochmal zusammen. Nach der Brut beträgt die ungestörte Nestlingszeit 12 bis 15 Tage. Das heißt, die Mama schützt 4 Tage. Die Augen werden am 6. Tag geöffnet. Ab dem 7. Tag wird schon gebettelt. Und ab dem 9. Tag sitzt die Mama nachts nicht mehr auf dem Nest. Vermutlich, weil kein Platz mehr ist. So, und die Eier habe ich gesehen am 28. Juni. Diese Aufnahmen sind jetzt vom 12. Juli. Also bitte rechnen. Ich werde jetzt hier durch Zeitraffer teilweise die Fliegereien beschleunigen. Andere Sachen werde ich wieder vielleicht in Zeitlupe zeigen. Zum Beispiel, wenn die Eltern die Kotsäcke der Kinder raustragen. Das ist so was Weißes, was die in meinem Schnabel haben. Aber selbstverständlich habe ich mich bemüht, die Kleinen auch wieder zu zeigen. Also, ich mache die Vögel teilweise schneller, manchmal auch langsamer. Und heute war ein ganz toller Tag, es gab nur zu futtern. Und ich kann auch schon mal verraten, die Kleinen sind nicht mehr nackig. Richtig toll zu beobachten, wie sich hier die Eltern die, ja, wir würden sagen, Klinke in die Hand geben. Die Efeublätter um die Ohren schwingen, vielleicht. Das Nest wird offenbar wieder gründlich gesäubert. Man sieht, wie die beiden davonziehen und den Schnabel voll haben. Hier sieht man wieder, da wird was Weißes rausgetragen. Ja, und da sind sie wieder, die Winzlinge. Sehen jetzt schon nicht mehr so nackig aus, aber warum sehe ich denn nur 3 Schnäbel? Es waren 6 Eier. Dicht aneinander gekuschelt. Halt! Da kommen noch 2, könnte sein, ne? 3 und die 2 haben sich so in das Gefieder reingeknuddelt. Okay. Wieder jetzt die gleiche Reaktion. Da war jemand am Nest. Mama kommt. Nachgucken, ob alles in Ordnung ist. Und um das nochmal zu verhindern, setze ich mich bestimmt gleich wieder rein. Jo. Na, sie wühlt aber schon gut rum da mit über ihren Kindern. Die werden ja relativ schnell groß, also ist das mit dem Platzangebot in dem Nest mit Sicherheit nicht so großzügig. Und der Papa füttert auch die Mama wieder. Alles läuft. Wie bitte? Heute muss schon ein guter Tag gewesen sein, denn nach vielen, vielen heißen Tagen hat es heute Nacht geregnet und alles war schön nass und feucht, so dass die Speisekammer für die Vögel, für alle Vögel, brechend voll gewesen sein muss. Und man sah es auch. Teilweise kamen die mit richtigen Brocken im Mund angeflogen, halbe Regenwürmer, immer wieder raus, immer wieder alles rausgepult und wieder gebracht. So ein bisschen negativ ist natürlich, dass die Überlebensrate von solchen Jungvögeln
bei knapp über einem Jahr liegt, durch die vielen Feinde, die existieren am Boden und in der Luft. Die größte Gefahr besteht natürlich zu dem Zeitpunkt, wo sie noch flugunfähig sind und von den Eltern gefüttert werden müssen und sich normalerweise am Boden unter Büschen oder Laub verstecken müssen. Es gibt ja nicht nur die Vögel wie Elstern, es gibt ja auch Wiesel, Katzen und, wo dann eben schnell was passiert ist. Hinzu kommt, dass wenn die Kleinen völlig selbstständig sind, sie sofort aus dem Revier der Eltern vertrieben werden und sich ein neues suchen müssen. Wenn das alles klappt, besteht die Chance, dass die Kleinen doch eine Lebenserwartung zwischen 3 und 4 Jahren haben, wenn sie nicht gefressen werden. Also wir sehen hier in allernächster Umgebung unter dem Baum vor dem Nest ist oder scheint alles zu finden sein, was das Vogelherz begehrt. Und es sind auch nicht nur die Rotkehlchen zugange. Alles bedient sich an der offensichtlich reichen Fülle. Ja, nun wieder das gleiche Geschimpfe. Ich gehe zum Nest und da haben wir die Kleinen wieder am Tag danach. Ruhig, Schnabel auf, da ist eine Bewegung. Wie viel sehe ich jetzt? Guck mal, die strubbeligen Köpfe. Ja, bist du böse? Bist du böse? Ich tue dir mal. Schimpft mit mir und dann kommt sie auch ganz, ganz nah. Alles gut. Alles gut. Die sind mutig und die fliegen mich sogar an. Beide. Der Papa ist jetzt im Baum und die gucken jetzt, was ich hier mache. Die Mama ist viel mutiger. Der Papa ist da im Baum und guckt sich das Ganze aus der Ferne an. Beide da und greifen mich gleich an. Don't worry. Be happy. Es hat sich wieder was verändert. Die Mutter scheint nicht mehr im Nest zu schlafen. Aber wenn ich den Ruf, den für die Rotkehlchen Alarm bedeutet, mache, ist sie sofort hier. Wir probieren das mal aus.
Und schon sitzt sie da. Also schläft sie hier in der Nähe. Also schläft sie hier in der Nähe, aber nicht mehr im Nest. Sie hört es ganz genau. Den Ruf der Gefahr bedeutet. Na dann, gute Nacht. Also die Babys sind allein, die Mutter scheint doch in der Nähe zu sein. Ich versuch's nochmal. Da ist sie. Da unten ist sie. Sie kommt also sofort. Das hat sie gehört.